Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag in Anis Welt. Heute darf ich Julia Kostina im Dienste der Landsitzliebe ganz herzlich begrüßen. Es freut mich sehr, dass du da bist, liebe Julia. Hallo an alle. Liebe Julia, ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist ja, so wie ich dich verfolgt habe in den letzten Jahren, eine sehr inspirierende Frau mit einem ganz, ganz interessanten Lebenslauf. Wie bist du angefangen? Ich komme aus Deutschland, ich komme aus dem Süden von Brandenburg, wo ich jetzt auch lebe. Und hier habe ich normal, ich sag mal, eine normale Kindheit verbracht, obwohl das Wort nicht ganz passt. Ich habe mein Abitur hier gemacht und bin dann zum Studium gegangen, hatte aber schon in der Schule eine Liebe zu Russland entwickelt, da ich bereits in der 8. Klasse das Glück hatte, mal nach Russland reisen zu dürfen im Rahmen eines Schüleraustausches. Da war ich in St. Petersburg und da habe ich mich so in die Menschen und in das Land verliebt, also vor allem, weil es tatsächlich so war, wie wir es so aus Geschichten oder so kennen, ja, diese Gastfreundschaft, die habe ich dort live erlebt und dann seitdem war die Motivation, nach Russland zu reisen, immer sehr hoch und ich habe super schnell Russisch gelernt und ich bin ganz oft dahin gefahren in den Sommerferien und habe dann später dort auch einen Teil meines Studiums verbracht. Studiert habe ich internationale BWL und internationales Management. Ja, also klasse. Ja, ja, wo ich dachte, Mensch, wenigstens was Internationales und ja, Mensch, das kann man immer gebrauchen. So. dachte ich mir, genau, das ist letztendlich ziemlich schwer und gar nicht dem entsprach, was ich eigentlich machen will. Das habe ich damals noch nicht so richtig realisiert. Ja. Nach meinem Studium, also einen Teil meines Studiums habe ich in Russland verbracht und zwar ein halbes Jahr in Jekaterinburg und ein halbes Jahr in Moskau. War eine wunderschöne Zeit in Russland. Immer wieder, mir hat's, egal wo ich war, in Russland hat's mir gefallen. Egal, ich habe auch in Dörfern gelebt, ich habe auch in Sibirien gelebt, ich habe auch in Moskau gelebt, ich war in St. Petersburg, ich war wirklich an ganz vielen Orten. Genau. Und um deine Frage zu beantworten, wie das alles begann, schließe ich mal ab mit, genau, ich habe verspürt an einem gewissen Punkt in meinem Leben, ich will gern in der Natur leben, mit der Natur leben und ich will ich will fähig sein, mich selbst zu versorgen, weil ich wusste, dass das sehr essentiell wichtig für mich ist. Also ich habe das irgendwie gespürt. Ich habe gespürt, wenn ich für meine Basis sorge und sozusagen ja, safe bin in diesem Bereich, dann kann mir nichts passieren. und somit entstand die Idee zu gucken, Mensch, wo kann man denn leben? Wo kann man sich denn sowas aufbauen? Und habe da intensiv in Deutschland nach Möglichkeiten gesucht. Und auch in anderen Ländern. Ich war dann auch in Irland und habe mir in Deutschland Landsitze angeschaut. Ich habe mir in Irland einen Landsitz angeschaut und bin dann nach Portugal gekommen und habe dort einen Monat auf einem Landsitz gelebt von einer Familie, die teils aus der Schweiz und teils aus Deutschland kam. War super interessant. Genau, und das hat mich noch mehr in meinem Wunsch bestärkt, auch so leben zu wollen. Und ich hatte aber noch nicht ganz für mich verstanden, ja Mensch, wo genau, in welchem Land soll das geschehen? Natürlich dachte ich mir, ja, dazu braucht es ja auch einen Partner. Und wahrscheinlich bringt es viele Punkte, wenn man erstmal den Partner findet, bevor man sich entscheidet, in welchem Land man lebt.
Und ich habe aber gespürt, okay, es zieht mich nach Russland, es zieht mich jetzt nicht wieder nach Deutschland, sondern nach Russland zu den Pionieren dieser Bewegung. Und dann bin ich nach Russland gegangen, das war Anfang 2018, wieder mal nach Russland. Ganz alleine? Ganz alleine. Ich habe mir die Karte angeschaut, auf der alle Siedlungen verzeichnet sind, also man kann sagen Ökosiedlungen. Da gibt es eine Karte, wo über 300 Ökosiedlungen verzeichnet sind in Russland. Und dann habe ich geguckt, es war Winter, und dann habe ich geguckt, naja, wo ist es nicht ganz kalt? Da kamen also die Siedlungen im Süden von Russland in Frage. Und die habe ich alle angeschrieben, habe gefragt, Mensch, wo kann man denn bei euch mitmachen? Wo kann man denn hier mal als Freiwillige arbeiten? Und dann hatte ich nur ganz wenige Antworten bekommen und habe dann eigentlich über den Kontakt in Irland, also wo ich war auf dem Landsitz, der hat mir dann direkte Kontakte in einer Siedlung gegeben. Und dann letztendlich habe ich es so organisieren können, dass ich in zwei Siedlungen war, obwohl es Winter war und obwohl sozusagen nicht viel los war, wurde ich 2018 eingeladen in zwei Siedlungen. Die eine war in der Nähe von Stavropol und die andere ist in der Nähe von Krasnodar. Und die in der Nähe von Krasnodar, da habe ich dann auch 5 Jahre meines Lebens verbracht. Ja, total interessant. Also insgesamt würde ich gerne auch nochmal zurückblicken und dich fragen wollen, wie lange hast du denn in Irland gelebt? Also Irland, das war ein Urlaub und dieser Urlaub beinhaltete viele historische, also ich war an vielen historischen Orten, plus ich war auch auf einem Landsitz und auf dem Landsitz war ich nur einen Tag. Genau, also ich habe dort gar nicht gelebt. Nein, aber du hast, wie ich höre, ganz wertvolle Kontakte knüpfen können, das finde ich klasse. Genau. Ja, ich habe dort einen Filmemacher kennengelernt. Das ist der, der auch diesen Landsitz hat. Und der hat einen Film über die Siedlung gemacht, in der ich später dann gelebt habe. Ja, nee, das ist ja klasse. Zufälle gibt es nicht, ne? Und wie lange hast du in Portugal gelebt? Wie kam es dazu und wie lange warst du dann? Ich habe in Portugal einen Monat gelebt und kennengelernt habe ich die Familie über eine Zeitschrift. Und dort hat die Familie erzählt, so eine Zeitschrift über rohköstliche Ernährung. Und dort hat die Familie halt von sich erzählt, wie sie leben und haben auch geschrieben, dass sie Freiwillige einladen. Und sind die Eltern mit zwei Kindern. Die hatten auch sehr, es war alles sehr spannend und anders dort. Also es war einerseits so wie im Dschungel. Also es war wirklich sehr isoliert von der Zivilisation. Das war sehr spannend. Dann war es aus permakultureller Sicht sehr spannend, wie sie sich dort, also es war auch sehr so ein Abhang, wo sie gelebt haben und wie sie sich das so terrassiert haben und dort ganz viel angebaut haben. Super interessante Lösungen zum Wasser hatten, Fettfarm hatten und eine Ölpresse für Rohkostöle. Also ich habe da super viel selber gemacht und dadurch natürlich viele Erfahrungen gesammelt. Plus deren Ansatz zwecks Schule war auch sehr interessant. Das ist nochmal vielleicht ein extra Thema, wenn wir mal über Schule sprechen, warum die Familie nach Portugal gegangen ist und wie sie die Kinder dort an der Schule teilhaben lassen, beziehungsweise sie selbst beschult haben. Genau. Ja, das Freilernen ist ein wichtiges Thema geworden. Da können wir gerne nochmal wieder drüber sprechen. Mhm. Ja, und du hast uns jetzt so einen tiefen Einblick gegeben, schon mal in deinen Werdegang. Und wir sind ja schon in Russland gelandet durch deine Erzählungen. Und genau dort möchte ich gerne im nächsten Interview weiter mit dir machen. Super. Herzlichen Dank, dass du uns so viel Auskunft schon geben konntest. Und wir machen weiter im nächsten Interview, ja, mit dem, wie es dazu gekommen ist, dass du ganz in Russland gelandet bist. Mhm. Wunderbar. Machen wir es. Herzlichen Dank, liebe Julia. Mhm. Sehr gerne. Ciao. Ciao.